Willkommen zurück zu Vortech, Vault 137. Folge Nummer 3. Ich weiß auch noch nicht, ob es mehr Folgen geben wird, aber es ist jetzt inzwischen 1 Uhr fast, also eigentlich 0 Uhr 58 und 7 Sekunden. Aber trotzdem eigentlich schon 1 Uhr. Ich bin ein bisschen müde, das heißt, es könnte sein, es ist erstmal die letzte Aufnahme für diese Session. Für diese sehr kleine Session, 3 Folgen ist nicht viel. 200 EP, krass. Auch nicht schlecht. Aber ja, ich merke es, ich werde langsam etwas müde. Oh mein Gott, ich musste gehen. Es tut mir leid, wenn ich einmal anfange zu gehen, ist das drin. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr lange aufnehmen. Leider. Mann. Okay. Wie viel können wir aufnehmen? 18, da wisst ihr was? Wir bauen jetzt so einen blöden Backenraum hier. So. Und jetzt können wir noch einen Lagerraum bauen. Auch wenn wir den noch überhaupt nicht brauchen. Aber wir haben ihn einfach. Wenn man dann öfters mal Leute auf Quest schickt, dann braucht man das schon. So, Wasser brauchen wir natürlich auch. Oh, ja, eine Vortech Lunchbox. So, mal gucken, was drin ist. Kronkorken. Das ist legendärer Schrott, eine Golduhr. Cool. Stimpack, auch nicht schlecht. Wir haben ja noch keine. Handwerker Overwall. Oh, plus 3. Beweglichkeit. Sehr schön. Und ein Bewohner, jawohl. Jawohl. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich. Jetzt können wir erstmal hier irgendjemanden ausstatten. Und gleich mal den. Handwerker Overwall. Noch eine Vortekla. Oh, das geht ja hier. Juhu. So, was hat er? Boah, Alter. Der muss hier. Jawohl, das können wir auch schon bauen. Aber jetzt habe ich natürlich das ganze Geld ausgegeben. Und haben jetzt keins mehr für die Krankenstation. Aber das können wir auch noch. So, was können wir jetzt? Kronkoi. Schade. Ich dachte noch eine Lunchbox. Mal gucken, was da drin ist. Oh, neckischer Schlafanzug. Den mache ich dann mal bei einer Frau an. Ich werde sehen, warum. Energie. Lupe. Und? Alter, geil. Der Old Longfellow. Das ist doch... Ist das nicht der aus Verhabe? Das ist doch der aus... Das ist doch der aus Verhabe. Und der muss einfach ins Ödland. Der gehört dahin. Der wohnt da. Mir fällt gerade auf, wir haben eine unverwendete Arbeitskraft. Die relativ intelligent ist. Das heißt, die müssen wir mal, ne? So, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht bei einer Frau, dieser neckische Schlafanzug. Ist ein bisschen, ja doch, neckisch. Bei einem Mann hingegen sehr, sehr ein bisschen bescheuert aus. Weiß ich nicht so recht. Aber wir heben den erstmal auf, denn der bringt uns jetzt nichts. Alter, Energie und Glück. Was ist das denn hier? Wie krass ist das denn? Also auch die Leute, wie krass sind die Leute? Also das ist... Wuhu. Unserer Ward geht es auf jeden Fall gut. Alter. Das gibt's doch nicht. Also das ist ja nicht normal. Das ist einfach nur zu geil. So, nicht verwendete Arbeitskräfte. Kommen natürlich alle wohin? Da, wo sie am besten gebraucht werden. Und am ehesten gebraucht sind. So. Ein bisschen A hat die schon. Die könnte man doch eigentlich noch hier reinstecken, ne? Und dich brauchen wir mal im Wasser. Also wir brauchen ein paar Leute beim Wasser. So, du hier. Oh Gott. Das ist einfach nicht normal, wie viele Leute das... was der für Dingensens hat. Tja. Jetzt ist es relativ ruhig, wir machen mal hier. Es wird sich gerade nicht. Was haben wir hier? Muss ich eigentlich, glaube ich, auch nicht. Oh, das Risiko ist ja hoch. Ein bisschen mehr wie 50-50. Trotzdem? Krass, Alter.
dachte nicht, dass das funktioniert. So, jetzt können wir das ja abholen und das kriegt man heraus und dann hoffentlich passiert was. Hä? Das funktioniert. Okay, man kann auch mal Glück haben. Es kann natürlich auch an ihm liegen. Denn der hat ein kleines bisschen Glück. Ein kleines bisschen Glück hat er. So, eine Krankenstation. Bauen wir wohin? Ich würde sagen, hier. So. Wer ist denn intelligent? Wir wollten ja eigentlich hier... Ich weiß nicht mal mehr, wen wir wollten. Ne, das wäre blöd. Ach, sieh ich hier, ne? Ja, komm, im Labor arbeiten, da war es jetzt nicht so eine großartige Anstrengung. Auch nicht, wenn man schwanger ist. Lässt sie verkraften. Ich würde sagen, komm, den müssen wir einfach hier auf Ödlands Reise schicken. Ah, der Anzug. Ich hoffe, der geht nicht drauf und falls doch, auch nicht so schlimm. Stufe 42! Wir lassen ihn doch erstmal hier. Denn ich glaube, die bezahlen, weil wenn jemand stirbt, dann kann man die wiederbeleben, ne? Und ich glaube, das richtet sich je nach Stufe. Und wenn der jetzt mit Stufe 42 stirbt, glaube ich nicht, dass 51 Kronkorken ausreichen. Tut mir leid, ist ein bisschen risky. Hoffentlich funktioniert's. Ja, wunderbar. Perfectly perfect. Jetzt haben wir schon zwei Stimpaks. Ich freue mich. Ja. Zufriedenheit ist auch nicht schlecht. Ah, plus 9%, auch nicht schlecht. Aber da geht mehr. 100%. Aber warum sind die denn nicht zu 100% zufrieden? Wir haben doch alles, was man braucht. Mehr als genug. 53% ist ein bisschen gefährlich. Andererseits, ich weiß nicht, ob das die letzte Folge ist. Komm. Stimmt, passiert jetzt mal was. Ja, mal gucken, was passiert. Feuer oder Kakerlaken? Alles da. Weiß ich eigentlich alles schon. Ja, toll. Das war jetzt... Haben wir jetzt nicht so viel davon mitgekriegt. Wer ist das? Warum hat die keinen Beruf? Ach so, die ist wegen dem... Okay, die... Genau, Schwangere flüchten ja bei solchen Unfällen. Ist ja auch klar, weil Kind und Mutter muss natürlich zuerst geschützt werden. Das ist klar. So. Hab gehört, dass du in letzter Zeit gut gearbeitet hast, wollte ich lesen. Ja, gut arbeitest. So rum, mein Gott, es ist spät. Wirklich? Freut mich, das zu hören. Danke. Da freut sich der Douglas. Mal gucken, ob der was sagt, der Longfellow. Ich glaube, der ist nicht so gesprächig. Aber warum der hier freiwillig in den Wort reingeht, keine Ahnung. Aber wir sind natürlich die besten Aufseher der Welt und freuen uns darüber. Wir können leider überhaupt nichts machen. Nicht mal einen Raum upgraden. Wir haben ja nichts. Weder Geld noch was anderes. 255 IP erhalten. 33 Kronkorken. Krass. Sehr viel. Tja. Ja, das Geräusch möchte ich nochmal hören. Drei. Was? Warum haben wir jetzt 303 Kronkorken? Hä? Was ist denn jetzt passiert, während ich weggeguckt habe? Irgendwas ist passiert, ich habe aber keine Ahnung was. Und ja, ich beschwere mich nicht, denn wir können jetzt noch einen Generator bauen. Was wir eigentlich gar nicht brauchen. Der Strom reicht ja eigentlich noch. Eigentlich bräuchten wir mehr Dinos, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wir machen zu wenig. Wir
kein Fels zerstören. Ich guck mal, wie viel ein Upgrade kostet. Ja, so viel bringt das nicht, also daran kann es nicht gelegen haben. 500 haben wir leider noch nicht. Wie viel macht das da besser? Ja, immerhin plus 6. Und ein Lagerraum wird vergrößert, auch nicht schlecht. Na gut, ich meine, das ist sehr viel. Das sieht immer ein bisschen weniger aus. Aber könnte trotzdem perfekter sein. Was macht denn der da? Nee, ich finde Krokett besser. Oder Krokett, nee, Krokett da. Tja, so kommen wir nicht auf 500 Kronkorken. Alter, wir kommen doch auf 500 Kronen. Das Zeug, das macht so viel. Aber warum? Na, keine Ahnung, hier, komm. Vielleicht liegt's an dem Old Longfellow. Okay, unser Energiebedarf ist drastisch gestiegen. Ja, doch, es liegt an ihm. Na, doch, bestimmt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das er jetzt hier. Bringt den mal hier runter kurz. Der kommt gleich wieder hoch und dann. Mal gucken, ob hier das Zentrum. Da hat ja sehr viel Glück, ne, dass das alles gut geht und dann. Weiß es lohnt sich nicht für 2 Minuten. Nein! Braucht Geld. Na klar, jetzt kommen wir weg. Alter, mit einem. Mit einem. Ja, der macht das hier. Perfekt. Ja, ich glaube, es liegt irgendwie an ihm, schätze ich. So, was bekommen wir? Okay. Nicht schlecht. Kann man natürlich immer gebrauchen. ...34, auch nicht schlecht. So, na dann. Macht mal was. Ich werde gleich diese Folge beenden, aber vorher hoffe ich, dass sie noch hier die paar Kronkorken zusammenbekommen. Sollten wir schaffen. Normalerweise. Tja, bei ihr klappt eigentlich auch alles. Das ist toll. So, ich bin ein bisschen müde. Also wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Aufnahme für diese Session sein. So, wie viel bekommen wir? Hä? Jetzt bekommen wir gar nichts. Warum nicht? Ach stimmt, der Tempo-Modus, ich Idiot. Natürlich, der macht das. Ach, wie konnte ich denn das vergessen? Naja, mich hatte halt Geld wahrscheinlich nicht interessiert, deshalb. So, jetzt sind natürlich nur 3 Leute hier, aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde erstmal sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Mal gucken, ob ich nochmal eine Folge ranhänge von Fallout Shelter. Auf jeden Fall ein tolles Spiel. Bin froh, dass es jetzt auch für den PC gibt und ja. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hatte das Ganze bis hierhin gefallen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal bei den anderen Spielen doch mal vorbeigucken. Oder eben bei den Let's Plays. Wie ihr möchtet, das liegt bei euch. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, haut rein und macht euch noch einen schönen Tag.